Ja, ich bin ja Fahrradhändler. Also wenn ich dann Nein sage, dann hätte ich auch irgendwie den Beruf verfehlt, ne? Könnten Sie den Akku noch mal kurz aufs Rad machen, Herr Hogendorn? Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Mich persönlich stört das einfach sofort. Aber das hier, das ist so der weiße Fussel auf dem schwarzen Hemd. Mein Tipp an dieser Stelle, das ist auch ein Grund, warum ich gerne mit Riese und Müller zusammenarbeite. Ich glaube, das ist lustig. So, Prost erstmal. Ja, Prost, ne? Ist auch wieder Zeit zum Anstoßen. Glasklares Wasser aus dem Auenwald. Jawohl. Die einen sagen ja, ne, wohnen da, wo die anderen Urlaub machen. Und wir sagen hier, da leben, wo die Hobbits wohnen. So, was hast du da, Nils? Was ist das? Verrate ich nicht. Gut. Du musst nämlich erstmal das Video öffnen. Alles klar. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Also. Na? Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorf. Danke, Dieter. Moin erstmal. Und immer wieder werde ich gefragt, was fährst du eigentlich für ein Fahrrad? Und ich kann dir eins sagen, es war noch nie so wechselhaft wie in den letzten Monaten. Vom Load HS über das Stroma, die Signio, dann wieder ein Charger 3 und dann Roadster und ach, und das Fairdale ist auch noch dabei, aber das ist nicht mein Alltagsrad. Hätte ich gerne als Alltagsrad, aber irgendwie ist das dann doch nicht so alltagskomfortabel, wie ich es gerne hätte. Ich kann das ja mal erzählen, in welcher Situation wir gerade sind. Dieter und ich machen Urlaub. Ich habe gesagt, ich kann nicht ohne Fahrrad in den Urlaub gehen. Weil wenn ich mal eine Fahrradtour machen möchte mit meiner Familie oder so, da brauche ich ein Rad, auf dem ich mich draufsetzen kann, was mir Spaß macht, was ich gerne leiden mag und so weiter. Und ich habe schon lange davon geträumt, von einem Cruiser. Cruiser Mixte haben wir mal gezeigt, Cruiser Vario haben wir mal gezeigt und was ja auch zur Familie der Cruiser gehört, das ist das Swing, Swing 3. Ich habe gesagt, es wird endlich ein Cruiser, es wird das Cruiser 2 Vario. Das steht hinter mir, ich baue das auf. Währenddessen wirst du ein bisschen was über dieses Fahrrad erfahren, ein bisschen was über das Fahrverhalten, über das, was ich mir darunter vorstelle. Vielleicht baue ich auch noch das ein oder andere Bauteil direkt um, weil ich sage, kann von Haus aus besser sein. Aber ja, du wirst wieder viel hören über das ganze Thema Rad. Fahrrad über das Cruiser 2 aus dem Hause Riese und Müller, muss man ja auch mal dazu sagen. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Jetzt habe ich alles ausgepackt, was hier im Lieferumfang dabei war, unter anderem diese Tasche, der Satz Pedale, das Display und auch das Ladegerät und die Bedienungsanleitung. Und wenn wir uns das alles mal angucken, wenn du gerade aufgepasst hast beim Auspacken, dann siehst du, ich hatte extrem wenig Verpackungsmaterial. Und da muss ich ein großes Lob an Riese und Müller aussprechen, weil Riese und Müller achtet auf genau solche Themen, dass wir da nicht zu viel Müll produzieren und die Umwelt tatsächlich schonen. Und dementsprechend werden diese Fahrräder wirklich gut verpackt, minimalisiert verpackt und sie kommen trotzdem sicher und heile hier an. Und das finde ich super. Das ist auch ein Grund, warum ich gerne mit Riese und Müller zusammenarbeite. Ich wollte das einfach mal erzählen, weil als Fahrradfahrer machst du dir vielleicht gar nicht so viele Gedanken darum, wie kommt eigentlich so ein Rad beim Fahrradhändler an. Da gibt es aber tatsächlich extreme Unterschiede. Also wenn man das mal zeigen würde, das ist für den einen oder anderen, der müsste sich dafür wirklich schämen, dass das in der heutigen Zeit so ist. Aber dafür gibt es ja diese schönen Videos und ich habe gesagt, ich erzähle das einfach mal. Ich muss das einfach mal loswerden, dass Riese und Müller das wirklich sehr, sehr gut macht. Aber zum Rad selbst. Was ist eigentlich das Besondere? Also Cruiser 2 oder Cruiser haben wir ja schon mal vorgestellt. Und jetzt habe ich es gerade eben schon verraten. Ich habe das Cruiser 2 hier, Cruiser 2 Vario mit dem Kiox 300 und dem 4 Ampere Ladegerät. Das Ladegerät ist 4 Ampere, hatten wir vorher auch schon immer. Es ist das smarte System. Du kannst dich komplett verbinden mit deinem Smartphone. Ich habe gesagt, ich will jetzt endlich ein Rad mit Smart System. Darum habe ich gesagt, Cruiser 2 mit Smart System, das muss es sein, das will ich haben. Jetzt habe ich es hier. Ich baue das jetzt auf und nehme dich dabei auf jeden Fall mit. Ich hoffe, ich verstecke jetzt nichts. Ja, geht noch, geht noch. Sag mal, wo ich gerade hier die Kameraausschnitt sehe, hier da hinten, den Bildausschnitt, du hast da hinten doch schon ein Rad stehen.
Was ist denn mit dem schönen alten Pferd hier geworden? Das ist erstmal nicht alt, aber das ist wunderschön. Ich bin ja ganz ehrlich, ich habe ja gerade eben gesagt, mir ist das einfach nicht alltagsgerecht. Na gut, das stimmt schon, wenn man das so sieht. Das ist mein Sportgerät, mein Ausgleichsgerät, mein Tourenrad, wenn ich wirklich eine Fahrradreise machen will oder was heißt Reise oder Tagestour, Taschen und so weiter, dann würde ich sagen, jo, dafür ist super. Wenn ich aber sage, ich will einfach gemütlich zum Bäcker fahren, ich will gemütlich auf dem Sonntag mal eine Tour machen, ich möchte halt solche Dinge erleben mit dem Rad, dann bin ich einfach dabei, dass das einfach ein E-Bike sein darf. Und darum habe ich mich fürs Cruiser entschieden. So. Ich habe den Displayhalter jetzt einfach mal so montiert, wie ich mir das vorstelle. Das Geile ist, ich kann das Rad auch ohne Display nutzen. Wenn mir das irgendwie überhaupt nicht gefällt, baue ich sogar das Display ab. Da machen wir dann auch ein Video drüber. Ich stecke das da jetzt einfach mal drauf. Und wenn wir uns dieses Cockpit mal einmal anschauen, Riese und Müller sagt ja immer, es ist ein Cockpit. Hier auf jeden Fall auf der linken Seite siehst du die sogenannte Remote Control vom Smart System. Hier kannst du sämtliche Fahrdaten einstellen oder auch den Fahrmodi bzw. die Unterstützungsstufe anders einstellen. Vier Unterstützungsstufen haben wir nach wie vor. Eco, Automodus, Sportmodus und auch den Turbomodus. Hier wechselt dann auch automatisch die Farbe und hier siehst du auch den Ladezustand vom Akku, den du hier auch nochmal ablesen kannst. Also in Wirklichkeit hast du hier schon ein kleines Dashboard, aber hier noch mal etwas genauer. Da sehen wir 20%. Hier leuchtet eine LED. Auf der rechten Seite haben wir den Drehgriff der Enviolo-Schaltung mit dem praktischen Deichfahrer. Coole Sache, wenn ich bergauf fahre, dann fährt der Deichfahrer den Deich hoch und wenn er ganz flach ist, dann fahre ich auf jeden Fall bergab und habe dementsprechend den größten Gang oder, wenn ich es anders sagen will, die längste Übersetzung. So, das Cockpit ist fertig und wenn du schon Fan bist von Zweirad Hogendorn, dann brauchst du jetzt nicht mehr auf Abonnieren drücken. Aber falls du es noch nicht getan hast, dann sage ich, jetzt wird es allerhöchste Zeit, weil sonst hättest du gewusst, dass ich jetzt, spätestens jetzt, wo ich die Sattelstütze eh schon in der Hand habe, diese Sattelstütze gegen eine Beischulz-Sattelstütze austausche. Auch das ist ein absolutes Premium-Produkt. Und gibt mir zudem unheimlich viel Komfort. Das ist eine Parallelogramm-Federsattelstütze. Haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht, findest du auf diesem Kanal. Darum ist es halt auch wichtig, dass du wirklich abonnierst, dir das Video anguckst und dann sagst, jo, so eine Stütze, die macht das Fahrradfahren einfach noch angenehmer. So, wenn du deine Sattelstütze tatsächlich mal selber austauschen solltest, mein Tipp an dieser Stelle. Oh! Ja, mein Tipp ist erstmal alle Lampen abreißen, ne? Alle Lampen aus. So einfach geht das. Das lassen wir da drin, oder? Das war jetzt aber sehr gut. Das müssen wir dann vielleicht mal kurz erklären, dass das... Ja, das macht ja nichts. Also, es geht ja ganz einfach. Auf. Nee, warte. Gut. So, also... So, ich würde sagen, mach nochmal, ne? Also, bevor du die einbaust, da waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Nee, das lassen wir so. Das, und, ja, bevor du es sagst, ich hoffe, du hast ordentlich was zum Lachen. Wir machen uns auch mal lächerlich vor der Kamera, ne? Weil es ist nicht immer alles perfekt. Wir haben aber trotzdem den Anspruch, immer alles perfekt zu machen. Und darum habe ich hier Fett, das ist Lagerfett, findest du auch bei uns im Webshop, shop.hogendorn.de, weil ganz viele fragen auch, ich möchte genau das Fett, was Nils in seinen Videos verwendet. Solche Teile hier, die beweglich sind oder auch gerade so eine Sattelstütze, auch die ich jetzt hier habe in so einer Länge, um einfach Knackgeräusche oder Geräusche, die einfach nervig sind, zu vermeiden, werden solche Bauteile immer mit
Fett eingesetzt oder montiert. Darum schmiere ich hier auch überall so ein bisschen Fett dran. Gleichzeitig ist es halt einfach auch hilfreich, wenn du es mal irgendwann nach 10 Jahren demontieren willst, dann kannst du es auch noch wieder auseinanderbauen. Ja, muss das Fahrrad vielleicht nicht kopfüber im Schraubstock einspannen und wie ein Weltmeister daran ziehen. Ja, gibt es alles. Ich baue hier jetzt auf jeden Fall so eine schöne Beischulz-Sattelstütze ein. Die findest du auch im Webshop. Wichtig ist, dass du da auf den Durchmesser von deinem Rahmenrohr, dass du da darauf achtest, dass du den richtigen Durchmesser bestellst. Und dann kannst du dein Rad auf jeden Fall mit einem recht einfachen Mittel noch komfortabler machen. Also nicht das Fett macht das komfortabel, sondern die Sattelstütze. Ich wollte gerade sagen. Ja, könnte für Verwirrung sorgen. So, ich mache den jetzt mal nach Gefühl. Alle Abonnenten und regelmäßigen Zuschauer, die wissen ja. Der Hogendorn rennt immer hin und her, genau. Das ist der, der so geht und dann wieder so geht. Nee, die wissen auch, dass wir mit Bodyscanning arbeiten und Fahrräder wirklich an den Körper anpassen. Und dementsprechend werde ich mir nachher meine Messdaten einfach mal aufrufen und auch dieses Rad auf meine Messdaten einstellen. Jetzt mache ich es erstmal nach Gefühl. Das mache ich dann nochmal ganz in Ruhe. Aber Bodyscanning will ich jetzt gar nicht so viel drüber sprechen. Ist ein umfangreiches Thema, sollte zu jedem Fahrradkauf dazugehören. Das ist trotzdem, jetzt wo du es gerade ansprichst, eine Sache, wenn ich dazwischengrätschen darf. Ja. Du hast jetzt da praktisch einmal einen Bodyscan gemacht, logischerweise auch. Du könntest jetzt auch ein Kunde sein bei uns, bist du ja mehr oder weniger auch. Ja, im Endeffekt schon. Vorher hast du einen Roadster gefahren als Beispiel. Kannst du jetzt die Daten vom Bodyscan, die werden jetzt einfach auf das Cruiser übertragen oder wie läuft das? Es ist zwar eine andere Radart, wenn wir es jetzt ganz genau sehen, aber ich könnte jetzt auch sagen, ich will aber auf meinen Roadster genauso sitzen wie auf meinem Roadster, dann könnte ich probieren, ob ich diese Messdaten exakt auf dieses Rad übertrage. Aber manchmal gibt ja die ein oder andere Rahmengeometrie das auch gar nicht her. Ne? Also, aber vom Grundsatz reicht der einmalige Scan reicht. Wir können hinterher immer wieder sagen, alles klar, es ist ein neues Rad, aufgrund der und der Gegebenheiten, aufgrund der und der Körpergröße. Und wer weiß was alles, also wir messen wirklich alles, können wir immer wieder ein neues Rad konfigurieren bzw. berechnen. Cool. Sodass ich jetzt sage, so alles klar, ich habe ein Rennrad, ich habe ein Gravelbike, ich habe ein Trekkingrad, ich habe ein Cityrad und so weiter und könnte einfach sagen, alles klar, ich will die Messdaten einmal für das Rad, ich will die für das Rad, für das Rad, für das Rad und für das Rad. Nein, ist zwar nicht nur ein Knopfdruck, ist immer ein bisschen mehr Aufwand, das habe ich jetzt sehr einfach beschrieben. Mhm. Aber wenn man es wirklich haben will, kann man das machen. Kann man das so machen, ja. Ups. Also ich werde jetzt nochmal alle Schrauben und Schnellspannverbindungen prüfen. Gucken, ob die Laufräder gerade eingebaut sind. Die Speichenspannung prüfen, das ist jetzt hier in dem Fall relativ einfach. Weil das fühlt sich gut an, das ist ein niegelnagelneues Rad. Und wenn der Rundlauf in Ordnung ist vom Rad, dann brauche ich da auch vom Laufrad, ne? Also nicht vom Rad, sondern vom Laufrad. Das Laufrad ist ja zum Beispiel das Vorderrad oder das Hinterrad. Wenn das in Ordnung ist, dann lasse ich das auch so. Ich werde die Bremsen einstellen, weil das sieht man hier, denke ich, schon. Irgendwie dreht sich das gar nicht so richtig frei. Das mache ich jetzt im nächsten Schritt. Und wenn das alles fertig ist, dann prüfe ich noch hier die ganzen Kleinigkeiten, also diese ganzen kleinen Schrauben, ob die Verbindungen wirklich alle fest sind, ob die Schutzbleche ausgerichtet sind, ob der Scheinwerfer fest sitzt, wobei den muss ich auf der Erde nochmal einstellen. Das sind halt alles so Aufgaben. Haben wir auch schon mal Videos drüber gemacht, gerade über Scheinwerfer einstellen. Also wenn du da wirklich sagst, wie geht das denn wirklich, kannst du da mal ein Video gucken, weil in dem Video wollen wir das jetzt nicht explizit zeigen. Ja, Felgenbremse. Jetzt muss man natürlich sagen, alle modernen Räder sind ja alle mit Scheibenbremsen ausgestattet. Muss ich da als Kunde Angst haben, dass das nicht so sicher ist? Ja, komm, volle Kanne Öl ins Feuer hier. Du bist immer so radikal dabei. Sorry. Das ist auch in Ordnung. Aber ich kann dir eins sagen, so eine Felgenbremse ist nach wie vor extrem wartungsarm. Muss man, ich meine eine Scheibenbremse auch, aber eine Felgenbremse ist einfach extrem wartungsarm. Du hast wahnsinnige Bremskraft, das ist auch so. Und zudem, je nachdem, was für eine Optik so ein Rad insgesamt hat,
finde ich, passt das ja auch ganz gut. Ne? Das fügt sich ja auch mitten ins Bild ein. Also könnte ich mir irgendwie schwer vorstellen, wenn an so einem Rad jetzt Scheibenbremsen wären. Ich meine, ich kenne das Rad nur so, wie es hier ist, aber es passt super dazu. Also du hörst schon, in Wirklichkeit steht diese Felgenbremse, der Scheibenbremse nichts nach. Was viele nicht wissen, vielleicht gehörst du auch dazu und sagst, ich habe ja schon ein Rad mit Felgenbremse oder mit dieser Magura HS22 Bremse. Hier ist so eine Arretierung und die ist, ja, wie soll man das sagen, die hat eine Rasterung, die hat 3 Punkte und du kannst, vielleicht sieht man es auch von Weitem, dass du die Griffweite vom Bremshebel einstellen kannst. Also hast du extrem große Hände, dann machst du das so, wie ich das hier habe. Hast du kleinere Hände und sagst, oh, ich komme gar nicht so richtig an meinem Bremshebel, dann stellst du ihn einfach dichter dran. Sag das mal deinem Fahrradhändler, der kann dir da bestimmt helfen, wenn du selbst nicht weiter weißt. Für meine Bedürfnisse ist die HS22 von Magura vorne schon mal sehr gut eingestellt. Als nächstes montiere ich die Pedale, ist jetzt auch nicht so spektakulär, aber auch da kann ich wieder sagen, Pedale immer mit Fett einsetzen. Zack, zack, Fett dran und weiter geht's. Ja, aber schöne Pedale, ne? Die sind auch schön breit. Ja, das haben wir auch ja in der einen oder anderen Radvorstellung. Du sagst immer Schmiergepapier dazu, ne? Ja, Grip Tape. Ja, Grip Tape. Genau. Also in Wirklichkeit ist es ja sowas wie das, was auf dem Skateboard ist. Ja, einfach das fühlt sich halt extrem gut an. Ich stelle mir so vor, wenn die Sonne jetzt scheint und das sind irgendwie 27 Grad und ich sitze da mit meinen Flipflops drauf, dann fühlt sich das extrem gut an. Sehr schön. Aber die Flipflops dann mit Klickern, ne? Was? Die Flipflops mit Klickern dann. Nee, aber jetzt hat jeder Bilder im Kopf, wie der Hogendorn im Hawaii-Hemd, Sonnenbrille und Flipflops auf dem Cruiser von Riese und Müller durch Jadaberg fährt. Ja, Cruiser, ja, da ist der Name dein Programm, ist doch klar. Damit du jetzt nicht nur irgendwelche Urlaubsfantasien hörst, möchte ich auch ein bisschen über Zahlen, Daten und Fakten sprechen, weil das gehört ja einfach auch so ein bisschen dazu. Wir haben ja hier eine Modellerweiterung von Riese und Müller mit dem Smart-System, also Cruiser 2 Vario. Und das 2 steht halt dafür, weil es halt mit einem Smart-System ausgestattet ist. Und dementsprechend haben wir hier auch ein anderes Akku-Pack oder, wenn man es genau nimmt, Power-Pack. Und ich habe hier das Power-Pack 725, also ein aufgesetzter 725 Wattstunden Akku. Das ist der absolute Wahnsinn, ist meine Meinung. Der ist riesig. Wir hatten vorher immer maximal 500 Wattstunden, jetzt haben wir 725. Damit die Frage gar nicht erst kommt, kann ich auch direkt sagen, wenn du ein altes Cruiser hast, die Akkus untereinander kannst du nicht tauschen. Also Smart-System mit dem anderen System kannst du nicht tauschen. Es gibt aber nach wie vor zwei verschiedene Größen von diesem Akku. Also das hier ist jetzt die große Version, gibt es auch noch eine kleinere. Und normalerweise ist es so, wenn du jetzt ein Fahrrad bei uns kaufst, dann bauen wir immer alles auseinander. Einfach zur Sicherheit, sodass wir hundertprozentig sicher sind, wenn du mit dem Rad unterwegs bist, dass alles ordnungsgemäß montiert und fest sitzt. Und in meinem Fall, weil es mein eigenes Rad ist, mache ich es jetzt mal ausnahmsweise nicht. Also die Motorschrauben, die hinter der Verkleidung sind, an die ich jetzt gerade nicht dran komme, die ignoriere ich jetzt einmal völlig. Weil ich will einfach mal gucken, wie ist es denn auch vom Werk aus montiert. Also muss ich die tatsächlich irgendwann nachziehen? Und wenn ich es schaffe, mit dem Rad 1000 Kilometer zu fahren, dann prüfe ich die danach mal und dann machen wir da auch ein Video drüber. Aber ich will ja nicht zu viel versprechen. Oft passiert es halt einfach so, dass irgendwann die Frage kommt, Nils, was ist eigentlich mit deinem Fahrrad? Ich habe da einen Kunden, der sucht exakt das und der möchte eigentlich auch gar nicht warten, weil der will das jetzt eigentlich gerne sofort haben. Würdest du deins auch verkaufen? Ja, ich bin ja Fahrradhändler. Also wenn ich dann Nein sage, dann hätte ich auch irgendwie den Beruf verfehlt. Ne? Ja komm, darum, das ist ja nicht das erste Mal. Ne? Also. Nee. Und ich habe dann auch Spaß daran, weil dann kann ich sagen, ich kriege ja dann auch ein neues. Was es dann wird, oh, ist immer schwierig. Ich kann mich so schwer entscheiden. Aber das hier
soll jetzt erstmal meins werden. Und nach 1000 Kilometern, wenn ich die wirklich selber schaffe, dann verspreche ich dir jetzt schon mal, wir machen nochmal ein Video, wie ich hier eine Inspektion bzw. eine Wartung durchführe an diesem Rad. Ja gut, das heißt jetzt aber auch, wenn jetzt nach 250 Kilometern schon ein Kunde sagt, ich will genau das Rad jetzt haben, dann muss es ja sowieso machen. Dann würden wir es sowieso machen, nur ich für mich lasse das jetzt einfach mal aus. Ich muss meine Bremse hinten ja auch fein justieren. Vorne habe ich es ja schon gemacht, dann muss ich es hinten auch, damit ich einen schönen knackigen Bremspunkt habe. Ich mag das nämlich. Gut. Das ist bei den HS-Bremsen aus dem Hause Magura tatsächlich so. Der Bremspunkt oder der Druckpunkt der Bremse wird eingestellt über den Abstand der Belege zur Felge. So einfach kann man das erklären. Und je näher die Belege an der Felge sind, je höher ist der Druckpunkt. Und ja, wie gesagt, ich mag das halt knackig, griffig, bissig, direkt. Und darum stelle ich mir das so ein. Ich kann das ja auch selber. Das ist ja das Schöne. Dann kann man das so machen, wie man es haben will. Wenn du jetzt zu uns kommst und sagst, na, mir ist meine Magura-Bremse nicht griffig genug, dann können wir dir die auch einstellen. So, ich muss jetzt noch Luft aufpumpen, aber wir sind vorhin mit Zahlen, Daten, Fakten gar nicht zu Ende gekommen, weil wir haben hier ein Motorsystem und das ist eigentlich auch vielleicht eine Besonderheit, wobei eigentlich auch logisch, dass irgendwann auch der Performance-Line-Motor als smarte Variante kommt. Der ist hier natürlich auch verbaut, wenn wir Kiox 300 haben und Remote Control am Lenker und den großen Akku. Dementsprechend haben wir auch den Motor und hier ist dann der Performance Line Motor verbaut mit 65 Newtonmetern. Ja, ist ein schöner Motor, nahezu geräuschlos, ist für so eine Art Cruiser gemacht. Ja, dementsprechend bin ich gespannt, wie es mit dem Rad insgesamt wird. Ich habe hier ja auch die Enviolo-Narbe. Ich habe zwischenzeitlich wieder eine Roll-Off gefahren. Nach wie vor, wir haben ja auch schon die Videos darüber gemacht, so welche Schaltung, wie gut ist eine Enviolo. Und jeder hat ja auch so seine Erfahrungen. Aber ich muss tatsächlich sagen, wenn ich mit der Roll-Off fahre, dann vermisse ich die Enviolo. Das ist einfach so, weil dieses schnelle Schalten, was bei der Enviolo möglich ist, das ist bei einer E14, einfach nicht der Fall, weil sobald ich den Knopf drücke, habe ich eine kleine Verzögerung und mich stört das sofort. Also ich weiß nicht, wieso das so ist, aber mich würde es stören. Andersrum ist es super angenehm bei der E14, aber mich persönlich stört das einfach sofort. Darum freue ich mich auf die Enviolo stufenlose Nabenschaltung. So, nein, geht jetzt weiter. Geht auch ja keinem was an, aber es wird weiter spannend. Also ich habe schon ein paar Mal gedacht, das Video ist zu Ende und in Wirklichkeit stimmt das nicht. Weil ich bin ja hier der Taschenexperte bei Zweirad-Hogen. Da freue ich mich schon ganz Zeit drauf. Machen wir das gleich noch, oder? Ja, nee, mach mal ran da. Ja, also, das ist hier so. Du bist auch hier der Taschenexperte bei Zweirad-Hogen. Tatsächlich ist, könnten Sie den Akku noch mal kurz aufs Rad machen, Herr Hogendorn? Ja. Das ist ja ein wunderschönes Rad, richtig schön im Retro-Design. Also, wie wir alten Männer ja und Frauen das oft aus unserer Kindheit noch kennen, so sahen die Räder früher aus. Aber das hier, das ist so der weiße Fussel auf dem schwarzen Hemd. Oder wie der Hüsch immer sagte, ne, auch schwarz sieht man alles. Und da haben die hier, und das finde ich wirklich cool, haben die sich hier diese Akkutasche ausgedacht, von der ich jetzt gar nicht weiß, wie man die bedient. Aber das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Nils, würdest du dich mal kurz eben hier dran bauen? Ja. Ja, ich mache das. Dachte wohl, du als Taschenexperte, du kannst das und machst das mal eben. Ja, da muss ich noch ein bisschen üben. Aber es ist wirklich ganz, ganz, ganz einfach. Wir nehmen mal einen Akku raus. Wir ziehen den Schlüssel ab. Wir stecken den Akku in diese Tasche. Ach, das ist so schön, dass das alles hinterm Fahrrad passiert. Aber ja, ich erzähle das ja. Ich hoffe, man versteht das. Doch, doch. Der Akku da rein. Wir sehen das hier schon. Alles klar. Du siehst schon, ich habe den Akku einfach hier in die Tasche gesteckt. Und jetzt würde ich Kannst du einmal so an die Kamera halten lassen? Genau, das heißt, die hat unten nur die beiden Öffnungen. Genau, damit die beiden Öffnungen und wird dann durch den Akku einfach fixiert. Ich versuche das hier aufzusetzen. Nee, das gefällt mir nicht. Vielleicht bin ich auch völlig verkehrt vorgegangen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist ja immer echt. Oder muss die andersrum nehmen, ne? Nein, nein, andersrum muss sie nicht. Das ist schon alles richtig so. So. Das ist, glaube ich, die bessere Variante, ja, wenn man das erstmal so macht. Jetzt sehe ich schon. Ja. Das wird 100-mal besser. Also, wir vergessen den ganzen Part vorher, dass man also den Akku vorher reinmacht. Das macht man erst hinterher. Genau, hätte man machen können, aber ich habe schon, als ich das gerade in der Hand gehabt habe, ich gedacht, oh, wenn ich mir da jetzt mal nicht ein Eigentor schieße. Und nee, ja, wir haben es ja auch absichtlich gemacht, damit die Leute halt diesen Fehler, die ich selber auch machen. Genau.
Eine Frage habe ich noch. Ist das eine Tasche, ist die serienmäßig mit dabei? Nein. Gut. Die muss einfach dazu konfiguriert werden. Wichtig, also, oder die kannst du auch einzeln hinterher immer noch kaufen, wenn du jetzt sagst, nee, brauche ich erstmal nicht. Und hinterher sagst du, oh, finde ich aber schick. Oder du hast schon einen Cruiser 2. Das ist ja schon ein bisschen am Markt erhältlich. Dann kannst du jetzt immer noch sagen, jo, alles klar, liefer mir mal so eine Tasche. Schau da einfach mal im Webshop unter shop.hogendorn.de. Das kann sein, dass du die da findest. Ja, ist so. Der Shop wächst. Ich weiß nicht, ob wir wirklich alle Artikel immer im Shop haben. Darum dieses kann sein. Naja, muss man ja auch mal sagen, das ist ja jetzt das wahrscheinlich das letzte Video vorm Urlaub. Das heißt, dann ist das ja auch schon jetzt ein bisschen länger bekannt. Bis dahin ist die Tasche auch bestimmt. Ja, also wenn du jetzt dieses Video siehst, dann kann das auch sein, dass Dieter und ich schon längst wieder da sind. Genau. Da gehen wir mal stark von aus. Aber cool, ne? Mit der Tasche. Wir sehen schick, wirklich... Richtig schick. Wir sehen einfach gar nichts mehr vom Akku. Super schön integriert. Und die Tasche, die hat sogar ein kleines Staubfach. Ne? Also da passt auch immer noch mal ja, ein bisschen eine Luftpumpe oder vielleicht auch eine kleine Flasche zum Trinken oder so. Kann man auf jeden Fall da reinstecken. So ein kleines Geheimfach. Wobei, wenn man eine Tasche sieht und da... weiß ja, ja wenn, du richtig, wenn das richtig heiß wird, der Akku, dann kannst du auch vielleicht irgendwie ein paar Eier reinlegen, sind die hart gekocht, damit ja, du bekommst. Ja, so heiß wird er nicht. Also nee, brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Nee, das ist schon, ich finde, nach wie vor eine feine Sache. Die Tasche ist überarbeitet, ist ja logisch, weil der Akku ja auch etwas größer ist. So haben wir eigentlich eine ganze Menge über dieses Rad geredet und erzählt und gemacht und getan. Wie gesagt, nach 1000 Kilometern möchte ich die erste Wartung an diesem Rad durchführen. Da nehme ich dich dann wieder mit, wenn ich die 1000 wirklich schaffe. Wenn du jetzt schon das Video siehst und sagst, dem Hogendorn kaufe ich das Rad ab, weil wenn der das fährt, muss das ja gut sein. Und falls du bis hierhin noch nicht auf Abonnieren gedrückt hast oder gefällt mir da gelassen hast oder Daumen nach oben, hier. Das Video geteilt hast, dann möchte ich jetzt nochmal auffordern, mach das doch bitte und ja, wir freuen uns darüber. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und bis dann.